Hallo, guten Morgen. Wie geht's euch? Hoffentlich gut. Heute lernen wir weiter. Lektion 3, aber neues, wichtiges Regel. Das ist können. Was bedeutet können? Können bedeutet oder means can. Can. Hier schaue ich die oder das Regel. Zum Beispiel können mit ich, er, es, sie sagen wir können. Ich kann, er kann, es kann, sie kann. Auch mit du sagen wir kann es. Kannst. Du kannst. Wir, sie, Plural, sie, groß, können. Können. Ihr. Ihr könnt. Ihr könnt. Das ist das Verb Konjugation. Okay? Und lesen zusammen Beispiele. Und merke bitte, können kommt Nummer 2 in der Satz und braucht am Ende der Satz ein Infinitiv. Infinitiv, Verb im Infinitiv. Mit en. Okay? Zum Beispiel hier. Jungen können schon gut reiten. Boys, the boys can very good oder good horse riding. Okay? Oder can ride very good horse. Okay? Jungen können. Jungen hier ist Plural. Plural sind können. Und hier das Verb kommt am Ende mit EN. Okay? Anderes Beispiel. Kannst du Schlittschuhe laufen? Kannst du Schlittschuhe? Was? Kannst du Schlittschuhe was? Laufen. Hier ist das Verb laufen. Am Ende mit EN. Okay? Und wir können kommt hier mit das. So schreibe ich kann es. Okay? Und kann, das bedeutet, can you, skate, Eisskate spielen oder can you run mit, with Eisskate? Okay? Nummer 3. Ich kann sehr gut schwimmen. Ich kann sehr gut schwimmen. Schwimmen bedeutet swim. Okay? I can very good swim. Oder I can swim very good. Okay? Das Mädchen kann gut springen. Das Mädchen, the girl, okay? Kann gut springen. Springen bedeutet lebt. Okay? Okay. Öffnet bitte Seite 5, 6 im Buch. Übungen. Wähle aus Nummer 1. Wer kann es schnell laufen? Okay, hier finde ich nicht ich oder du oder er oder es. Was kann ich machen hier? Wer bedeutet er. So wähle ich kann. Okay? Hier. Wer bedeutet er. Er. So wähle ich kann aus. Wer kann schnell laufen? Ja, Ahmed. Ahmed kann schnell laufen. Nummer 2. Die Jungen, Plural. Ja, können. Die Jungen können Breakdance besser als Mädchen machen. Super. Nummer 3. Das kann es ich am besten. Wo ist dein Pronomen? Wo ist? Ja, hier. Ich ist der Subjekt oder Pronomen. Subjekt hier oder Pronomen ich. Ja, ich nimmt kann. Richtig, sehr gut. Nummer 4. Ihr ein Rad fahren?
Ia is der Subjekt. So, wähle ich könnt. Könnt ihr ein Rad fahren? Nummer 5. Alexa, vom Turm springen. Alexa hier ist ein Mädchen. Ja, und feminin. Kommt sie. Sie Singular. Sie nimmt. Ja, kann. Super. Öffnet bitte Seite 30, Übung Nummer 1 im Buch. Hier. Was können die deutsche Profis? Nummer 1. Nummer 2. Was kann er machen? Ja, er ist Felix. Er heißt oder er ist Felix. Felix, was kann Felix machen hier im Bild? Seht bitte hier an. Seht bitte hier an. Felix kann Skateboard fahren. Richtig. Felix kann Skateboard, das ist Skateboard, fahren. Super. Nummer 2 hier. Wer ist das? Oder wie heißt sie? Sie ist Maya. Sie ist Maya oder sie heißt Maya. Was kann Maya machen? Maya kann Gitarre spielen. Ja, Maya kann Gitarre spielen. Ja, Nummer 3. Wer ist das? Leo. Er ist Leo. Was kann Leo machen? Ja, richtig. Leo kann Tennis spielen. Leo kann Tennis spielen. Nummer 4. Wer ist das? Wer ist das? Ja, das ist Wau. Er heißt Wau. Okay, der Hund heißt Wau. Was kann Wau machen? Wau kann skaten. Wau kann skaten. Super. Nummer 5. Wer sind das? Wer sind das? Ja, das sind Felix und Leo. Felix und Leo. Was können sie machen? Felix und Leo sind Plural. Ja, so will ich können, nicht kann. Sie oder Felix und Leo können Fußball spielen. Richtig. Super. Okay, hier Nummer 6. Wer ist das? Oder wie heißt das? Das ist ein deutscher Begriff. Okay? Sie ist Maya. Maya kann rennen. Ja, Maya kann rennen. Nummer 7. Leo kann ein Rad fahren. Das ist ein Rad. Okay? Nicht Fahrrad. Fahrrad bedeutet Bicycle. Okay? Aber hier, das ist ein Rad. Super. Hier, was kannst du gut? Oder was kannst du gut machen? Okay? Ich kann gut Fußball spielen. Oder ich kann gut schwimmen. Oder ich kann gut Schlittschuhe laufen. Ich kann gut springen. Ich kann gut Gitarre spielen. Und so weiter. Hier schreibt oder schreibt ihr, was könnt ihr machen? Was kannst du nicht machen? Ja. Oder was kannst du nicht gut? Ich kann nicht gut rennen. Ich kann nicht gut Skateboard fahren. Okay. Super. Und jetzt bitte, jeder schreibt in seinem Heft, was kann er machen oder was kann nicht gut. Dankeschön und tschüss.